Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de découvrir plein de produits qui montrent un petit peu l'avenir des développements, surtout dans la mobilité. J'ai découvert beaucoup de manières d'appréhender la propulsion électrique, autant sur des deux roues que sur de la mobilité partagée et des nouveaux usages. Gerade in den letzten 10 Jahren haben wir hier sehr viele Trends gesehen, die das Licht der Welt erblickt haben. Vor 10 Jahren erinnere ich mich, da waren ein paar Oma-Fahrräder mit Elektroantrieb. Jetzt sind da fantastische Mountainbikes, Citybikes und damit fahren die Leute weiter und lassen ihr Auto immer öfter zu Hause. Das Beste ist einfach der Austausch, die Diskussion. Und da einfach auf hohem fachlichen Niveau zu diskutieren, sich vielleicht auch manchmal zu reiben. Aber da nehme ich irgendwie am meisten mit. Das macht unheimlich Spaß. Ich denke, und das haben wir auch in den Diskussionen gesehen, dass die Unternehmen durchaus stärker kommunizieren müssen mit ihren Kunden, das zeigen müssen und verantwortliche Produkte aber auch auf den Markt bringen müssen. Nachhaltigkeit hat eben ganz viele Facetten. Ich finde, dass viele Produkte, die wir jetzt hier bewerten, auch gekommen sind, um zu bleiben. Da bin ich sehr froh, das zu sehen, dass das angekommen ist, auch hier in der Industrie, die da auch viel verändern können. Da entsteht auch viel Innovation, das ist ein richtiger Motor. Le design, pour moi, c'est une manière de répondre à des questions qui sont vraiment compliquées et qui n'ont pas de réponse immédiate. Donc, bien sûr, la problématique principale en ce moment, c'est comment est-ce qu'on va réussir à cohabiter avec et la planète et une population qui est vraiment grandissante. Donc, c'est aux designers de travailler cette vision, d'amener des solutions, de tester ces solutions et de continuer à avancer pour régler tous ces problèmes.